Mein Name ist Manuela Macedonia, ich bin Neurowissenschaftlerin, befasse mich mit Gedächtnisforschung in erster Linie. Und zwar Gedächtnis für verbale Information, für Sprache. Ich habe dieses Buch geschrieben, um Menschen zu motivieren, ihr Gehirn zu pflegen, ihrem Gehirn was Gutes zu tun. Ich habe dieses Buch geschrieben, um den Menschen Freude für die Bewegung zu vermitteln. Im Wissen, dass es nicht immer einfach ist, sich anzuziehen, hinauszugehen, in den Regen zu gehen, in den Wind zu gehen. Aber wir tun es nicht für unsere Figur, wir tun es für unser Gehirn. Dieses Buch wird den Leserinnen und Lesern viele Einsichten in das menschliche Gehirn geben. Und über das Verständnis, was Bewegung für unser Gehirn tun kann, werden Sie motiviert sein, Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren. Dieses Buch gibt allen die Chance, die geistigen Fähigkeiten zu steigern und sie zu erhalten im Alter. Ich laufe für mein Gehirn.